Sag stopp. Leute, wir gehen ein Passfoto für Nidal machen. Imani, alles okay bei dir oder bist du müde? Du bist nicht müde? Bleibst du wach? Ja. Leute, ich sag's euch, sie bleibt niemals wach. Wir müssen auf jeden Fall das erste Passfoto für Nidal machen. Er hat noch keine Passfotos, er hat noch keinen Ausweis. Man könnte sagen, der Typ ist illegal in Deutschland. Der hat nichts. Wenn jetzt die Polizei kommt und ihn fragt, können sie sich ausweisen? Kann er nicht. Deswegen, wir müssen uns um seine Papiere kümmern. Sie schläft. Ey, seit wann schnarcht sie? Das hat sie nicht von mir. Auch nicht von mir. Von wem sonst? Von Coco oder was? Luisa, was machen wir jetzt mit dem Passfoto? Entweder du gehst oder ich. Bleib im Auto mit Imani, ich gehe mit ihm das Passfoto machen. Schaffst du das? Dein Ernst? Ein einfaches Passfoto machen? Mit dem kleinen Pupser? Wird schon, mach dir keine Sorgen. Ich denke, ich krieg das hin. Leute, es ist sehr windig, ich hab Angst, dass er krank wird. Hallo, ich bräuchte ein Passfoto für den Kleinen. Können wir das hier machen? Ja, das ist perfekt. Wir haben es sehr gut gemacht. Ey, Luisa, du glaubst es mir nicht. Er war die ganze Zeit ruhig. Er war komplett ruhig. Er lag da, er war glücklich auf dem Boden. Auf dem Boden? Auf dem Boden haben wir ihn hingelegt. What's going on here? Okay. Willst du sehen? Ja, zeig. Zeig ich dir nicht. Zeig mal jetzt. Ich schwöre, die sind so süß. Zeig. Bist du bereit? Ja. Tja. Zeig mal. Wie süß ist das Foto? Übertrieben, ne? Ey, was ist los? Ich glaube, er will wieder Fotos machen gehen. Luisa, ich sag dir, er muss zum Friseur. Er muss zum Friseur, was? Was sind das für Seiten? Er sieht aus wie ein Opa einfach. Ey,